Es ist jetzt kurz vor der 7. und ich bin da schon am Ort, wo heute die Hochzeit stattfindet. Also nicht nur heute, sondern heute und morgen. Und ich möchte euch ein bisschen zeigen, was für Elemente es bei dieser Hochzeit gibt. Es ist meine allererste Hochzeit, wo ich zwei von unserer Church traue. Und das geht ein bisschen anders ab. Darum werde ich immer wieder ein bisschen ein Update machen, wie das so abläuft an den nächsten 2 Tagen. Also jetzt haben wir ein paar Minuten vor 7 Uhr und die Leute sind noch nicht da, aber wir sind schon am Vorbereiten und am Aufbauen. Dann bald geht es da los. Das ist der Bräutigam. Er ist heute Morgen erst noch sich am Parat machen. Und man sieht es da, er ist noch alles am Parat machen. Aber er wird sicher sich freuen, denn heute wird ein guter Tag für ihn. Das sind jetzt Mitarbeiter von der Soundanlage. Die haben Lautsprecher gebracht, die sie da auf die grossen Stangen tun. Hängen, so damit alle Nachbarn dann nachher hören, dass da zwei heiraten. Das ist die kleine Anlage, die sie da reinrollen. Da wird den ganzen Tag Musik laufen. Werden wir dann gerade hören. Das ist die Braut vom Bräutigam, wo heute wird heiraten. Und da in diesem Haus ist sie geboren. Wir werden das nachher noch ein bisschen genauer anschauen. Aber sie freut sich natürlich auf den Tag heute. Und ja, bin gespannt, wie es wird. So sieht es aus ums Haus herum. Dort ist die Wasserstelle, der Hühnerstall. Und da sind bereits schon die Sachen, alles parat für das heutige Essen. Die Braut ist am Wasser gehen, da, damit nicht zu viel Staub dort da rumgewirbelt wird für die Hochzeit. So, da werden gerade die frischen Fische werden da gesammelt. Und damit es dann auch zum Morgen frischen Fisch gibt, haben sie es da gestern da rein. Da. Und die, die es jetzt brauchen zum Essen, nehmen sie jetzt raus. Das macht natürlich den Bräutigam. Okay. So, jetzt werden die Fischli zubereitet. Zuerst müssen wir es natürlich töten. So. Zu den Vorbereitungen gehört natürlich, dass man den frisch gefangenen Fisch auch zubereiten und parat macht für den Morgen. Alle sind ein bisschen etwas am Machen und am Vorbereiten. Am ersten Tag, am Morgen früh. Und auf der Küche geht es auch weiter mit Kochen und Vorbereiten. Jetzt ist es etwa 9:30 Uhr am Morgen und die Leute sind fleissig am Arbeiten, sind parat machen für den Kuchen, den sie backen als Familie. Und das Fleisch und das Essen und der Reis, alles ist da am Tun und Machen. Es ist wirklich eine wahre Freude, wie jedem anderen hilft. Jetzt haben wir das Essen vorbereitet und jetzt essen wir selber ein bisschen nach, damit wir nicht ganz verhungern. Jetzt ist es 11 Uhr und das Essen ist halb vorbereitet, aber für uns haben wir mal die erste Portion gemacht. So, nach dem Mittagessen haben wir ein bisschen Pause gemacht, aber jetzt geht es schon bald los. Das Brautpaar und alle sind recht schön umgezogen und alle machen sich bereit, jetzt da zu der ersten Zeremonie zu kommen. Für meine Zeremonie habe ich die Bibel da. Ich fange an mit Johannes 3,16. Habe ich dann Brot und Wein, wo ich dann enden werde. Gott Menschen so fest geliebt hat, dass er alles gegeben hat für sie. Jetzt bin ich mega gespannt, alle sind schon ein bisschen nervös, machen sich bereit, aber es wird mega gut. Hinter mir ist gerade noch eine Diskussion im Gang, und zwar haben die Sänger bestellt, die ein buddhistisches Ritual singen sollen. Aber im Vorfeld haben wir das schon abgemacht, dass wir das nicht machen. Und jetzt gibt es noch ein bisschen herausfordernde Gespräche für das Brautpaar, Eltern, ob das jetzt so machen oder nicht. Weil die Eltern von beiden sind Buddhisten, aber die Kinder, die heiraten, sind Christen. Und das wird jetzt noch eine spannende Szene geben, da hinter mir gerade. Alle Verwandten und Bekannten sind jetzt da vom engeren Kreis und wir warten auf das Brautpaar, bis sie dann da durchlaufen
Und sobald sie dann da sind, geht der erste Teil von der Zeremonie los. Der erste Schritt von der Hochzeit ist vollbracht. Wir haben heute am ersten Tag eine Zeremonie gemacht, wo ich versuche zu erklären, dass Gott der Schöpfer ist von allen Menschen und dass er sie gemacht hat, liebt und dass sie genau gemacht sind füreinander. Ich hoffe, dass für einige, die das zum allerersten Mal hören von ihrem Leben, so ein bisschen der Kronleuchter aufgegangen ist, dass es kein Zufall ist und dass es nicht darum geht, Hauptsache Good Luck, Bad Luck, sondern dass effektiv Gott da ist, der alle Menschen liebt und speziell jetzt auch sie zwei, die heiraten, liebt und einen Plan für sie zwei hat. Jetzt ist es 5 Uhr ungefähr vom ersten Tag und nach dieser Zeremonie wird der Tag ausklingen lassen mit ein bisschen Essen und Trinken und dann die meisten Leute werden auch hier in dieser Gegend schlafen und dann morgen geht es weiter, am Morgen früh um 7 Uhr. Ja, ich sehe vielleicht noch müde aus. Es ist 6:45 am zweiten Tag der Hochzeit. Und heute Morgen gibt es ganz eine spezielle Zeremonie. Und zwar bringt man Früchte vom Bräutigam im Haus zu der Brut in ihrem Haus. Wie das aussieht, sehen wir jetzt gerade. So, jetzt der Bräutigam hier in der Mitte. Er wird vorauslaufen und dann wir alle hinten drin mit den Früchten, die wir hier mitgenommen haben. Ich habe einen Bananensplit, den ich dafür trage. Und natürlich ist es auch möglich, Bier zu tragen. Da haben wir zweimal Bier. Und jetzt muss ich da mit meiner Kollegin, die auch Bananen hat, wir müssen zusammen führen laufen, da jetzt in die Schlange, bis zum Haus der Brut. So, jetzt wird führen gelaufen zu der Brut in ihrem Haus. Alle tragen ihre Früchte. Die Zeremonie der Früchteübergabe ist jetzt fertig und jetzt wird angesessen zum Morgenessen gemeinsam. Und zwar gibt es Baba. Eine Morgensuppe. Jetzt gehen alle Leute in den oberen Stock vom Haus, um dem Brautpaar ein Geschenk zu übergeben. Einer nach dem anderen von den Verwandten kommt und bringt ein Kuvert mit Geld fürs Brautpaar. So tun sie segnen und eine gute Start geben. So, einmal mehr umziehen und sich parat machen, weil bald geht's los mit der offiziellen Zeremonie. Am Anfang der Zeremonie haben wir ganz etwas Spezielles, um die Eltern zu ehren. Bräutigam und Brut wird beiden Eltern die Füße waschen. Das ist so der erste Akt. Danach kommt das Versprechen und der Ring und der Kuss und die Blümchen, die dann fliegen. Der Anführer ist natürlich immer dabei und wird wieder neu umgezogen. Wieder neu. Hallo, Emma! Und jawohl, der
Coiffeur immer dabei, weil es wird ja 7 Mal umgezogen an einem Tag, damit alle nachher wieder perfekt schauen, so wie es And to show this respect, you will wash the feet of both parents. And take a seat first and later the parents of the bride. Die Hochzeit ist wunderbar über die Bühne gegangen, wir haben Spass gehabt und viele Leute haben zum allerersten Mal Hochzeit gefeiert, die nicht buddhistisch ist. Es war wirklich super gewesen und jetzt sind alle da am Essen, entspannen sich, geniessen die Gemeinschaft mit allen, vielleicht 300 Leute da, vielleicht 400 und alle geniessen es extrem. Und für mich war es wirklich ein Erlebnis gewesen, die erste Hochzeit hier können zu erleben in Kambodscha. Und unvergesslich, aber eins habe ich auch gemerkt, fürs nächste Mal bin ich besser vorbereitet.